Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 5. Januar 2018? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, hat immer noch einen Einfluss von Altair, Einfluss von Vega und Einfluss von Dene. Diesem drei Sternen Altair, Vega und Deneb stehen in Verbindung. Altair ist die Hauptstern im Sternbild Adler. Vega ist der Hauptstern im Sternbild Lyra. Und Deneb ist der Hauptstern im Sternbild Schwan. Die stehen in Verbindung. Altair und Vega ist die Hirtenjunge und die Weberin. Und Deneb verbindet die beiden. Und davon erzählt die chinesische Mythologie eine schöne Liebesgeschichte. Und das habe ich gestern im Tageshoroskop schon vermittelt. Dieser Einfluss von diesem Sternen gilt immer noch. Die chinesischen Astrologen nennen die Mond als Himmelskaiser. Und sie sagen für diese Bewegung, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber im Palast des Südens bewegt sich die Himmelskaiserin oder der Mond. Und das ist der Bereich zwischen Tierkreiszeichen Löwe und zwischen Tierkreiszeichen Jungfrau, also im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau bewegt sich gerade der Mond. Und hier befindet sich ein königlichen Stern Regulus. Die alten persischen Astronomen beschrieben diesen Stern als eine von den königlichen Sternen und bestimmte eine bestimmte Himmelsrichtung damals. Und das war etwa 3000 Jahre vor unserem Zeitrechnung. Regulus wurde in Astrologie immer beobachtet mit großer Aufmerksamkeit, weil das hat immer einen Einfluss auf die Weltgeschehen, symbolisierte die Herrscherhäuser, die Königen, die Könighäuser, die Imperium, die Kalifen und so weiter. Also wurde immer beobachtet, schon bei den Babylonier waren aufmerksam auf diesem Stern. Diesem Stern Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und es ist nichts anderes als der Herz der Löwen. Und es vermittelt uns heute eine Botschaft, weil bestrahlt die Mondbewegung und Mond nimmt diese Energie auf und strahlt uns weiter. Und die Botschaft ist auf unserem Herz hören, auf die Liebe, aber auch alles, was uns begeistert, alles, was wir mit Herz und Seele dabei sind. Das kann auch die Berufung sein oder Hobby. Vielleicht ist das auch kein Zufall, dass ich gerade diese Herz trage. Das wollte ich Ihnen auch zeigen, diese Anhänger befindet sich in meinem Shop. Ich habe neue Ware bekommen und es ist aus Perlmutt und das reinigt die Liebe, hat eine reinigende Wirkung. Es ist auch gut für die Haut und schützt von negativen Einflüssen, so nebenbei. Also befindet sich in meinem Shop und Sie können auch gerne bestellen. Aber zurück zum Astrologie, jetzt ist mir das eingefallen, weil wir über Herz gesprochen haben, über Regulus, das Herz der Löwen. Es ist noch etwas Interessantes heute zum Vermitteln. Es gibt in unserem Sonnensystem Kleinplaneten, Planetoiden.
Eine davon ist Iris. Und diese Iris bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder und hat Einfluss auf den Wiedergeborenen. Und diese Iris hat auch eine mythologische Geschichte. Der Name kommt von Griechischen und bedeutet Regenbogen und gehörte zu dieser Geschichte, zu dieser mythologischen Geschichte. Und Iris hatte eine besondere Funktion in die Götterwelt, so wie die Griechen das beschrieben haben. Der Himmelsgott war natürlich auch verehrt Zeus. Und Zeus hat befehlt, wenn jemand Streit provoziert unter dem Götter, dann wird auch bestraft. Und da hat diese Iris, dieser Regenbogen, eine bestimmte Funktion gehabt. Hat einen goldenen Becher, und das kennen wir von der Rabe, von der Geschichte von Rabe auch. Die Rabe hat auch einen goldenen Becher bekommen von Apollo, die frische Wasser zu holen von Wasserquelle. Und jetzt kommt wieder in Mythologie vor dieser goldenen Becher. Aber diesmal gibt es nicht Apollo, sondern Zeus. Das heißt, Zeus gab zu dieser Iris einen goldenen Becher. Und diese Iris war die Götterbotin, also eine Götterbote haben wir schon und das ist nichts anderes als Merkur oder Hermes, der Götterbote, und Iris ist die Götterbotin und diese Funktion hat, dass sie, diese Götterbotin, dieser Regenbogen, Wasser holt von diesem goldenen Becher. Aber welche Quelle ist es? Das ist ein anderer Fluss. Und es ist nichts anderes als Styx. Das heißt, wenn im Götterwelt Streit da war und jemand versucht hat, einen Streit auszulösen, dann ging diese Iris, dieser Regenbogen, ging zum Styx, zu diesem Fluss und holte Wasser in diesem goldenen Becher. Dann kehrte zurück zum Olymp und die, wo bestraft war, musste ein Eid legen, dass das nicht nochmal vorkommt und musste von diesem Wasser trinken. Und dann fiel ein Jahr lang in einen Tiefschlaf und nach ein Jahr wachte auf, das ähnelt sich in die Geschichte von Dornröschen, dann wachte auf und 9 Jahre lang dürfte nicht von die Nektar speisen. Und diese Zahl 9 hat auch eine Bedeutung und es hängt zusammen mit diesem Fluss Styx, woher dieses Wasser kommt, weil dieser Styx kreist 9-mal um Hades Reich. Und Hades Reich ist das Todesreich. Und so da kommt die Zahl 9 nochmal vor. Und dieser Fluss Styx trennt die Lebenden von dem Toten. Und das ist der Übergang, wo die Seelen übergehen dann nach Sterben von Leben zu dem Todesreich, die Reich Hades. Und das ist die Grenze. Dieser Fluss Styx symbolisiert die Grenzen. Und das ist die Geschichte dazu. Und das ist diese Götterbotin Iris und so heißt dieser Kleinplanet, dieser Planetoid Nummer 7, heißt das in Astronomie. Und dieser Planetoid 7 rast gerade durch den Tierkreiszeichen wieder. Ja, was vermittelt uns? Können wir mal Gedanken machen, vielleicht Streit vermeiden oder versuchen, wenn das Streit ausgelöst ist, da Liebe bringen oder Harmonie bringen. Also das, was mir so einfällt dazu, eine bestimmte Bedeutung hat sicherlich gerade bei den Wiedergeborenen. Und das sind die Einflüsse. Mond bewegt sich nun mal zwischen Tierkreiszeichen Löwe und Jungfrau im Grenzbereich hat auch eine bestimmte Bedeutung, dass wir über die Grenzen gehen oder wir stoßen an unseren Grenzen. Also das hat auch etwas zum Sagen. Unser Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Krebs.
Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Früher habe ich immer begonnen mit diesem Tierkreiszeichen, wo sich gerade die Mond bewegt. Das habe ich jetzt verändert. Ich beginne mit die Tierkreiszeichen, wo gerade im Osthorizont aufsteigt bei Sonnenaufgang. Und das ist gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen sorgen für die inneren Gleichgewicht. Sie werden aktiv sein, sie werden auch wahrgenommen, sie strahlen etwas aus, sie vermitteln etwas. Sie haben auch Kraft und Mut, sich im Mittelpunkt zu stellen und sich zeigen. Und sie zeigen auch diese Kraft. Sie können sich gerade durchsetzen. Sie werden auch wahrgenommen, nicht nur beruflich, weil sie sich durchsetzen, sondern in die Liebe, Partnerschaft werden auch wahrgenommen, haben gerade diese Ausstrahlung. Also viele, wo alleine sind, haben gerade Möglichkeit, die Liebe anzuziehen. Aber sie brauchen auch eine gewisse Ruhe oder Rückzug. Zum Erholung, als Ausgleich auch. Und das meistern sie wunderbar, gerade die Steinbock-Geborenen. Die Lilith-Energie wirkt auch. Und das ist schon ein Prozess gerade. Und das vermittelt die Sehnsüchte und die Wünsche, die Träume, die Visionen. Die Steinbock-Geborenen sind keine großen Träume. Für sie ist wichtig die Realität. Aber hier diese Energie mal zum Annähern oder befreundet sein mit diesem Gedanken, dass die Gedanken, die Visionen haben auch Kräfte, das hat auch Kraft, vielleicht als Ziel setzen und daran arbeiten, diese Ziele auch zu erreichen. Das ist der Prozess, das ist nicht nur in die Tagen, sondern das wird in die nächste Zeit so sein, bei den Steinbock-Geborenen, die Träume, die Sehnsüchte, die Wünsche, die Visionen auch ernst nehmen und dafür sorgen, dass das in Realität umgesetzt wird. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben immer mehr Kraft, obwohl sie teilweise müde, erschöpft fühlen, aber sie haben dieses große Bedürfnis, etwas, was Eigenes aufbauen oder zeigen. Und es kommt immer mehr im Vorschein, so dass sie auch wahrgenommen werden, bekommen sie auch Anerkennung. Schöne Gespräche sind zum Erwarten, auch Veränderungen, worauf die Wassermann-Geborenen achten sollen, und das ist die Mondenergie, im inneren Gleichgewicht bleiben, in inneren Ruhe. Thema sein kann auch die Karma, hier bei Tierkreiszeichen Wassermann geht es um alten Karma, karmische Erinnerungen, etwas loslassen oder Talente, Fähigkeiten befestigen. Natürlich in alten Karma gibt es auch schöne Dinge zum Entdecken. Das sind die Talente, Fähigkeiten, schöne Erinnerungen, das auch befestigen oder umsetzen im Beruflichen. Und das, was die inneren Stimme, die Intuition auch vermittelt. Also wichtig ist die Selbstdarstellung, dass sie was Eigenes machen, ihre Ideen umsetzen, dass sie wahrgenommen werden. Und das ist gerade der Aufstieg bei den Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, wird aber in den nächsten Tagen besser und sollen sie auf dem inneren Gleichgewicht achten. Das ist der Mondeinfluss. Was noch wichtig ist bei den Fischen-Geborenen, dass sie intuitiv handeln und das auf die inneren Stimme hören. Wichtige Themen sind die Finanzen. Sie sind gerade dabei, die finanziellen zu verbessern, befreien von etwas, was finanziell bedrückt. Wo fängt das an? Es fängt an mit dem Energie. Und das sind die Werte. Und dazu gehört auch das Selbstwertgefühl. Das ist das erste Schritt. Und dann kommen die Verbindungen, die Ausgleich nehmen und geben oder Ausgabe und Einnahme, das im Gleichgewicht bringen. Und natürlich die große Vertrauen und die Glauben, was die Stärke ist, die Fischen geboren, dass das im Fluss kommt. Das sind die Prozesse, was gerade die Fischen geborenen trifft. Und so kommen die Finanzen im Fluss.
Ein guter Gespräch lässt sich noch warten. Momentan sind da Einschränkungen. Entweder gibt jemand einen Rat und damit haben die Fischengeborenen eher einen Nachteil als Vorteil, oder Streitgespräch kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen können andere nicht überzeugen oder keiner hört zu oder warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Ein bisschen Geduld noch verbessert sich dann. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben sehr gute Einflüsse. Uranus ist direktläufig, sorgt für eine Vorwärtsbewegung. Wie ich schon sagte, Iris bewegt sich rasend hier durch den Tierkreiszeichen wieder. Die Geschichte habe ich erzählt. Etwas zum Nachdenken. Gute Nachrichten, gute Gespräche sind zum Erwarten. Dreht sich auch etwas. Sind unerwartete Ereignisse zum Erwarten. Ungewöhnliche Begegnungen, ungewöhnlichen Umständen. Oder Umbrüche, Veränderungen, all das ist zum Erwarten. Und es dreht sich gerade, es wird nicht mehr gebremst, es ist auch kein Stillstand, sondern jetzt kommt eine Vorwärtsbewegung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Was sie befestigen gerade, das ist die Liebe, Partnerschaft. Es kann sein, dass die Stiergeborenen zurzeit müde sind und brauchen die Erholung oder sie sind bequem. Es ist auch gut so. Sie brauchen diese Ruhe, aber daran liegt auch die Kraft. Aber als Ausgleich etwas Bewegung oder Kontakte suchen oder auf anderen zugehen. Das sind die Chancen auch und das sollen die Stiergeborenen auch nützen. Besonders, wenn es um einen männlichen Person handelt, im beruflichen Umfeld. Das ist auch so wichtig, weil das kann hilfreich sein. Da liegen auch die Chancen und Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen spüren die schöpferische Kraft und sie können das umsetzen in Realität, auch im beruflichen Umfeld, so dass sie beruflich Glück haben oder haben mehr Erfolg. Sie verändern etwas, sie setzen ihren Ideen um. Sie waren auch in den Tagen von etwas begeistert. In den nächsten Tagen kommt ein bisschen Traurigkeit oder Einschränkungen, aber es sind Stimmungen. Es geht auch schnell vorbei. Was wichtig ist immer noch, was ich seit Tagen erwähne, die Gespräche, die Kontakte suchen, weil das sorgt für Harmonie, Ausgeglichenheit, also hat auch eine Wichtigkeit. Jemand wartet auf eine Nachricht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, das innere Gleichgewicht. Auch die Arbeit, die Erfolg oder beruflichen Veränderung, etwas zu verbessern beruflich. Sie wollen auch beruflich wahrgenommen werden und verlangen nach Anerkennung und Lob. Aber genauso auch im Privatbereich. Die Liebepartnerschaft ist genauso wichtig und da spiegelt etwas die Leben, die Krebsgeborenen. Nicht nur warten, dass es von alleine kommt oder dass die andere Interesse zeigt oder Gefühle zeigt. Sonst schläft es ein bisschen ein und wird einseitig, sondern die Krebsgeborenen sollen Gefühle zeigen, die Kontakt suchen, auf anderen zugehen und so kommt es in Harmonie. Darf aber auch nicht einseitig sein und das sollen die Krebsgeborenen gerade ausbalancieren. Etwas begeistert auch die Krebsgeborenen, das kann die Bereich Liebe, Partnerschaft sein und in den kommenden Tagen kommt auch etwas in Form und sie schaffen gerade auch Ordnung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und das bringen sie auch in Ordnung. Entweder die bestehende Partnerschaft kommt mehr Struktur rein oder die, wo alleine sind, haben Chancen, Möglichkeiten. Es sind auch karmische Begegnungen, das muss ich auch dazu sagen, da können sie sicher sein. Und diese Beziehungen, was ich als Kaugummi-Beziehung nenne, diese immer Hin- und Her-Beziehungen,
ist auch für die Löwengeborenen alles zu viel. Also sie möchten mal wissen, wo sie hingehören und sorgen für Ordnung zurzeit. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist eine gewisse Transformationsprozess gerade. Das betrifft mehr die Werten, die Finanzen, Werten, Selbstwertgefühl, Wertschätzung, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Andere Art und Weise wie die Fischengeborenen. Die Jungfraugeborenen neigen dazu, alles ganz genau zu machen. Und hier können sie etwas von den Fischengeborenen lernen, im Vertrauen bleiben, es im Fluss zu bringen. Also hier kommt ein Austausch zwischen den Fischengeborenen und Jungfraugeborenen. Beiden Tierkreiszeichen haben so ähnliche Themen. Das sind die Werte, Wertschätzung, die Finanzen im Fluss zu bringen, dann auch die gewisse Gleichgewicht, dass das von dem Ordnung, von Buchhaltung auch eine Wichtigkeit hat, aber auch die Energie, dieses Vertrauen, das im Fluss zu bringen, das ist auch genauso wichtig. Und das Lernen gerade die Jungfrau geboren, all das energetisch zu transformieren. Es kann auch eine erbschaftliche Sache sein, nicht bei allen Jungfrau geborenen, aber bei einer oder anderen wird jetzt gerade auch Thema sein, ein Gerichtstermin, und es geht um Erbschaft, also das könnte ich durchaus auch vorstellen. Bei Tierkreiszeichen Wagen geborenen ist wichtig, einen inneren Reise, auch ein Reinigungsprozess, auch Veränderungen kommen auch, eine Schulung zu beginnen oder ausländische Kontakten oder eine neue Sprache zu lernen oder auf die Reise gehen oder eine Reise buchen, kann auch bedeuten, dass sie Besuch bekommen aus Ausland, aber vieles ändert sich auch, vielleicht eine gewisse Unsicherheit noch da, Angst von Veränderungen, und Thema ist, mutig zu sein, das zu wagen und die Möglichkeiten ergreifen und etwas starten, nicht allzu lang überlegen, sondern auch mal spontan sein. Das, was die Wagengeborenen betrifft, eine gute Nachricht ist zum Erwarten, in die kommenden Tagen kommt auch mehr Bewegung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben Erfolg. Erfolg, besonders im Bereich Beruf, Berufung. Sie bekommen Lob, Anerkennung oder haben eine andere Position. Sie haben Erfolg gerade. Und besonders bei den Skorpion-Damen wirkt diese Energie nicht nur beruflich, sondern auch die Liebe, weil eine männliche Person bewegt sich gerade hier, und das erleben momentan die Skorpion-Geborenen. Entweder die bestehende Beziehung läuft besser oder neue Begegnung oder Kompliment, sie werden auch wahrgenommen, besonders die Damen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch ein Aufstieg, und sie vermitteln etwas, was die Umwelt wahrnimmt. Viele hören auf die Rat der Schützengeborenen, oder die Schützengeborenen werden gut gebrauchen oder fragen anderen nach gutem Rat. Und viele Kontakte, viele Gespräche sind möglich, auch in einem Verein oder in einer Partei werden sie aktiv sein oder etwas organisieren in Freizeit. Aber nicht nur in Freizeit werden wahrgenommen und haben viele Kontakte, sondern auch beruflich, einen beruflichen Aufstieg ist auch möglich, und in die Liebepartnerschaft kommt etwas in Form, das stabilisiert sich alles gerade. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ändert sich Tag zu Tag. Und jeder Tierkreiszeichen erlebt das andere. Diese Tagesenergie wiederholt sich auch nie wieder, weil jeden Tag ist einzigartig. Jeder Moment ist einzigartig. Wir Menschen haben auch ein Energiefeld. Es ist unsichtbar, es gibt aber auch Menschen, die können das auch sehen. Und dieses Energiefeld kann man auch messen.
Und das ist sehr wichtig, in welchem Energiefeld wir haben, weil es gibt ein kosmisches Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Und Menschen, die ständig Sorgen haben und über Probleme nachdenken und sogar sprechen ständig über Probleme und haben Zweifel und haben Schuldgefühl und haben Ängste, das strahlen sie aus und genau das ziehen sie an. Das heißt, die Probleme werden nicht weniger, die Probleme werden immer größer. Also deswegen ist es sehr wichtig, in welchem Energiefeld wir haben. Und wir selbst tragen die Verantwortung, weil das kommt von uns selbst, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Es ist wichtig, positiv denken und Gefühle transformieren. Dadurch ändert sich unserem Energiefeld, unserem Anziehungskraft und ziehen wir andere Menschen an, ziehen wir anderen Lebenssituationen an. Ganz logisch. Dazu kommt die kosmische Energie, den richtigen Zeitpunkt wählen, den richtigen Ort zu sein. Es gibt noch Hilfsmittel, wo Energiefelder verbindet und harmonisiert. Dazu gehören die Düfte, dann Kräuter, die Pflanzen. Ich behaupte sogar, dass auch Tiere haben diese Energie, was zum Vermitteln. Oder Halbedelsteine oder Musik, Rhythmus oder Klang oder Farben. Also es sind viele Möglichkeiten. Und ich beschäftige mich intensiv damit und kann ich Ihnen auch dabei helfen. Ich habe auch meinen Shop und da sind auch solche Hilfsmittel. Duft oder Räucherstäbe in sehr guter Qualität, was auch guter Duft ist und auch lang wirksam ist. Auch Amuletten, auch Ritualkerzen. Und ich gebe auch Rat dazu, wie man mit diesen Gegenständen arbeitet. Es ist keine Hexerei, es ist kein Magie oder Schwarzmagie, sondern hilft Energiefelder verbinden, harmonisieren. Die größte Kraft ist natürlich die Liebe und auch die Glaube. Glaube an Gott, aber auch Glaube an uns selbst oder Vertrauen anderer Menschen, auf anderen Glauben zu schenken. Das sind auch Kräfte, was uns stärkt. Aber mal ein Amulett zu tragen, haben wir immer dabei. Dazu ein Ritualöl, dieser Duft, einfach ein paar Tröpfchen bepinseln, dann wirkt das schon. Oder die Räucherstäbe, jetzt habe ich auch neue Düfte für bestimmte Themen. Das ist auch beschrieben in meiner Webseite. Also es ist interessant, da mal informieren oder mal nachschauen, nachdenken und das könnte ich Ihnen nur empfehlen und all das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und die Rituale auch im richtigen Moment durchführen. Ein Amulett kann man immer tragen, aber für bestimmte Themen, für finanzielle Geldfluss oder das Liebe anziehen. Das ist auch wichtig, welchen Tag. Und das ist auch individuell. Das muss berechnen nach dem Geburtshoroskop. Aber dabei kann ich auch helfen. Und bei Bestellungen bekommen Sie auch einen Termin gratis dazu. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.